Stolz zeigt uns Ramona Fotos von Lena. Als sie vor einigen Wochen zum ersten Mal im Kinderheim besucht hat, war es schwer für beide, Ramona und Lena. Ich habe unten geklingelt und dann hat die Leiterin mir aufgemacht. Und Lena kam mir gleich entgegengelaufen und wir lagen uns in den Armen und haben nur geweint. Was hat dann die Lena gesagt? Wollte sie dann da bleiben? Nein, nein. Umsi, die haben mich immer Umsi genannt. Das nennen sie auch jetzt noch. Sagt sie, Umsi, holst du mich raus? Ich will mit dir mit. Mir gefällt es hier nicht. Lena ist im Kinderheim, weil sie Probleme hat in der Schule und ihre Mutter Madeleine mit ihr überfordert war. Madeleine ist die Tochter von Ramona. Ramona hat sich immer um Tochter und Enkelin in Sinsheim gekümmert. Dann ist sie vor 1,5 Jahren weggezogen zu ihrem Lebensgefährt nach Grünberg in Hessen. Ihre Tochter hat Ramona nichts davon erzählt, dass es Probleme gab. Da hat sie gemeint, Mama, ich wollte dich nicht belasten. Du hast uns schon so viel geholfen. Da habe ich gesagt, Madeleine, du belastest mich jetzt damit. Jetzt ist es eine Belastung. Auch sich selbst macht Ramona Vorwürfe. Als ich weggezogen bin vor 1,5 Jahren, sonst wäre es vielleicht gar nicht passiert. Hätte ich Lena oder vorher Lena irgendwie gesagt, gut, Lena, du wohnst jetzt bei mir, aber ich kann ja einer Mutter das Kind nicht wegnehmen. Und die beiden sind ja auch immer gut zurechtgekommen. Außer Lena war ein bisschen frecher und ungeordneter bei ihrer Mama, weil es da nicht so Regeln gab. Und bei mir war sie wieder ganz anders. Klar würde Ramona sich liebend gerne um Lena kümmern. Ihre Tochter hat sich vielleicht nicht getraut zu fragen. Und das Jugendamt? Dann hat man nicht nach Familienangehörigen gefragt. Mich hätte man ja auch ins Boot holen können. So wie das Jugendamt immer sagt, ins Boot holen. Ich hätte auch helfen können. Und das ist alles nicht passiert. Aber warum hat das Jugendamt Ramona nicht gefragt? Und warum gab es keine Familienhelfer, die Madeleine bei der Erziehung geholfen hätten? Dazu will sich das zuständige Landratsamt nicht äußern. Betroffen ist Ramona auch von der zunächst schroffen Art des Jugendamtes. So empfindet sie das wenigstens. Wo ich das erste Mal angerufen habe und die Leiterin gesprochen habe, hat sie gesagt, ich will Lena da wieder raushaben. Und hat sie gemeint, habe ich gesagt, es geht ihr da nicht gut, sie fühlt sich da nicht wohl, sie hat Heimweh, sie weint nur noch und isst nichts. Und hat sie gesagt, es ist egal, hat sie gesagt, sie wird sich am Anfang noch wehren und winden, aber dann muss sie sich mit abfinden. Dass Lena nicht einfach wie hier auf dem Foto zu ihrer Umsi darf, liegt auch daran, dass auch der Kindesvater als Erziehungsberechtigter zustimmen muss. Und das hat er bisher nicht getan. Aber jetzt kommt Bewegung in die Sache. Ramona schreibt uns, das Jugendamt versucht jetzt doch, Lena aus dem Heim zu holen.